Wow, der Markt auf Erfolgskurs. Amerika schießt nach oben, der DAX geht da tapfer mit. Gute Nachrichten, denn die Allzeithochs, die wir beim Nasdaq und beim S&P sehen, das ist ja ein klasse Thema im Moment, dass der Markt da nach oben schon rausläuft. Also gute Informationen oder gute Aussichten von der Seite. Beim Nasdaq oder beim Dow Jones sieht es nicht ganz so toll aus. Der ist ja ein bisschen noch hinterherhinkend. Wenn wir mal auf den Index gucken, dann sehen wir, dass wir da durchaus noch ein bisschen Platz haben, bis es soweit ist. Also der hat noch nicht mal sein letztes Hoch hier aus dem September überschritten. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die aktuelle Tiefsituation, die wir hier hatten, jetzt der Entscheidungsbringer ist. Bricht es nach unten raus, sieht es erstmal doof aus, geht es nach oben hin, dann ist eine Chance da, dass der Kurs eben da noch ein bisschen weitergeht. Erster Blick mal ganz kurz auf den DAX, denn der ist im Moment noch, nachdem er schon tapfer gelaufen ist, eigentlich jetzt in einer spannenden Situation. Nämlich an einer typischen Deckelbildung, die sich hier aus dem Chart, das zeige ich jetzt an diesem Beispiel nicht, sondern das machen wir gleich gemeinsam gerne am Nasdaq. Aber da kann es sein, dass er sich jetzt so langsam aber sicher verausgabt. Das werden wir sehen. Es ist aber eine sehr realistische Chance, dass der Kurs nach diesem Hoch hier jetzt erstmal, wenn er ein bisschen sich nochmal erholt, dann auch nochmal die nächste Marke ansteuert. Und die ist dann nicht knapp unter der 13.000er Marke, sondern die wäre dann um die 13.150 bis 90, so in der Richtung, als nächster Widerstand. Da muss man dann nochmal detailliert gucken, wenn der Markt da hinkommt. Ob das heute schon passiert, na, das ist vielleicht ein bisschen arg weit weg. Eigentlich wäre es ganz geschickt, wenn der Markt sich nochmal ein bisschen hier zurückkonsolidiert und das Ganze dann erst anstrebt. Das werden wir allerdings sehen. Und im Moment, da der Markt ja sowas von dynamisch nach oben kommt, scheint das auch gar nicht wirklich ein Thema zu sein. So, ich habe es versprochen, gucken wir mal auf den Nasdaq, denn da haben wir eigentlich ein wunderschönes Bild. Gehen wir mal ruhig auf den 4-Stunden-Chart. Das ist der Nasdaq Future, also das Ding, das wirklich 24 Stunden läuft. Dort sehen wir, dass wir hier eine tolle Aufwärtsbewegung haben seit Anfang Oktober. Ähnlich wie das, was wir auch beim DAX haben. Und ähnlich wie hier, wie beim DAX, sehen wir auch hier dann, dass der Markt dieses typische, sagen wir, Verlaufswellenverhalten hat. Also eine erste Bewegung hoch, danach kam er runter, dann ging nochmal eine deutliche Bewegung hoch und er kam dann so ABC-mäßig runter. Und irgendwann wird dann wahrscheinlich die nächste Welle nach oben dann auch mal ein Ende finden. Und die Frage ist, wann wird das sein? Gucken wir uns das ruhig im Großen mal an. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da einmessen kann. Und eine Variante ist, dass wir hier von der ersten Bewegung einfach mal Maß nehmen, die erste Bewegung, die es hier nach unten, von unten nach oben ging, und das mal hier anlegen auf den Start der aktuellen Bewegung. Und dann haben wir hier ungefähr 8140 eine Fibonacci-Marke, eine Projektionsmarke, in dem Fall die 100%-Marke, die wir uns mal merken sollten. Eine andere Variante ist, dass man mal guckt, nicht die erste Bewegung nur, sondern dass man quasi alle Aufwärtsbewegungen inklusive der ersten und der dritten Aufwärtsbewegung mal ranlegt. Dann braucht man allerdings nicht die 1 zu 1 Projektion, denn die müsste ja natürlich weiter oben liegen, sondern entweder die 3820 oder die 6180. Fibo-Kenner wissen, das sind eben diese klassischen Marken. Diese Marke ist A schon durch und B ziemlich alleine. Deshalb können wir die schon rauslöschen, denn es geht uns dabei ja wieder so ein Cluster zu finden, wo viele Marken eng beieinander liegen, wo viele dann auch drauf gucken und sagen, hua, mal gucken, wie weit das noch läuft. Da wäre auf jeden Fall eine so eine Marke hier ungefähr 8135, sage ich jetzt mal ganz grob, wo man damit rechnen kann. Jetzt gibt es noch weitere Möglichkeiten, was man messen kann, unter anderem zum Beispiel Extensions. Dann misst man einfach mal so die Gegenbewegungen hier, dass man mal guckt, okay, wie ist die? Dann haben wir hier so eine kleine vorgezogen und hier haben wir auch eine, die ein bisschen tiefer ist zwar als das, allerdings kann man durchaus sagen, okay, der Markt dreht ja nicht zwangsweise punktgenau, sondern typischerweise in so einer Art Spanne. Manche sagen auch in der Box, da läuft der Markt noch hin und da dreht er dann typischerweise. Das wäre auch hier durchaus zu erwarten, dass er das hier macht. Das geht natürlich nicht nur hier im Kleinbild, das können wir natürlich auch in einer größeren Begebenheit, das können wir hier mal messen, zum Beispiel indem wir diese gesamte Abwärtsbewegung hier mal messen, die wir hier vorher hatten, vor dem Oktober.
Und dann sehen wir, dass wir hier die 61, na Quatsch, die 127,20er Marke auch in diesem Bereich haben. Also es scheint sich ungefähr in diesem Bereich ein bisschen was zu verdichten und dann erst wieder, wenn wir hier gucken, so ein bisschen oberhalb der 8300. Aber als erster dieser Marken jetzt hier ungefähr 8100, ganz grob gesprochen bis 8140, sage ich jetzt mal, sehr grob gesprochen. Also so eine 30, 40 Punkte Zone, wo der Kurs dann hinlaufen kann. Das Ganze kann man dann natürlich noch verfeinern, indem man sagt, komm, ich messe auch noch mal andere Anstiege. Jetzt hier so zum Beispiel mal, wie weit war der vorherige Anstieg? Und guck mal, wohin das Ganze dann führt. Das geht dann auch hier ungefähr auf diesem Bereich. Man kann hier theoretisch alles Mögliche messen. Und wenn man Pech hat, liegt das entweder als ein Außenliegender irgendwo oder aber wir sind durch diese Marke schon durch, wie jetzt in diesem Fall. Dann kann ich die natürlich gerade rausnehmen, weil der Markt das ja quasi schon gesehen hat. Also man macht da nicht wirklich viel falsch, wenn man das so anwendet. So, dementsprechend, noch haben wir ein bisschen Platz. Wir sehen, es ist alles eigentlich wunderschön auf bullisch eingestellt. Wir wissen aber auch, dass Märkte sehr gerne nach Überschießen alter Hochmarken dann doch mal drehen. Insofern genießen wir den aktuellen Augenblick. Genießen wir vielleicht, wer hat eine mögliche Long-Position? Ein bisschen Raum im amerikanischen Markt ist auf jeden Fall noch da. Beim deutschen sieht es ein bisschen enger aus. Der amerikanische Markt hat noch ein bisschen Platz, aber wir müssen damit rechnen, dass die Bewegung nicht mehr ewig geht, bevor zumindest mal eine mehr oder weniger große Rücksetzerbewegung kommt. Das soll nicht ein Warnsignal sein, um Himmels Willen, da kommt der Markt und bricht dann zusammen. Aber wir sollten die Euphorie vielleicht nicht übertreiben, sondern auch zumindest mal Stops nachziehen. Wenn es dann weiterläuft, ist ja nichts passiert, dann freuen wir uns ja über zusätzliche Gewinne, zumindest mal für die, die keine Gewinnziele setzen wollen. In diesem Sinne, alles Gute! Und bis zum nächsten Mal.